Dann höre ich auf, mich zu drücken, und wir stoßen zum König und hören uns mal die Schlachtpläne an. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Maric nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der Rekrut, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Ja, wir haben schickere Kleidung gefunden, aber ich glaube, das meint er nicht. Vielen Dank, Euer Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. So, wir sollen das übernehmen. Wollt ihr damit sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Ja, das will er wohl sagen. Soll ich mich deswegen beschweren? Na gut, es soll ja auch nicht so aussehen, als wollte ich mich unbedingt drücken, also quengeln wir mal ein bisschen. Wir brauchen das Leuchtfeuer. Sonst wissen Logans Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Seht ihr? Wir alle ernten unseren Ruhm. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden, der Flut des Bösen, entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Ja, Alistair schmeckt das Ganze scheinbar auch nicht. Ich stimme Alistair zu, wir sollten auch kämpfen. Aber das ist nicht eure Entscheidung. Wenn König Kaelin wünscht, dass die grauen Wächter dafür sorgen, dass das Leuchtfeuer entzündet wird, dann werden die grauen Wächter diese Aufgabe übernehmen. Wir müssen tun, was nötig ist, um die dunkle Brut zu vernichten. Egal, ob es aufregend ist oder nicht. Ja, schon verstanden. Aber damit eins klar ist, sollte mich der König jemals darum bitten, ein Kleid anzuziehen und für ihn zu tanzen, ist Schluss. Dunkle Brut hin oder her? Wobei, das Bild stelle ich mir sehr lustig vor. Ihr habt ziemlich seltsame Vorstellungen vom König. Vielleicht kennt er ihn ja besser, als mir lieb ist. Recht so, Alistair, genau. Ich habe auch meine Würde, auch wenn es nicht viel ist. Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht.
Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Ja, Duncans melodramatisches Seufzen macht vieles klar. Ich glaube, ihm geht gerade durch den Kopf, was er sich da ins Boot geholt hat. In Ordnung, wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Ja, das sollte man wissen. Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Moment, dass ich das richtig verstehe. Man gibt uns das Signal, damit wir wissen, wann wir das Signal zu geben haben. Klingt logisch. In Ordnung. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Ja, das ist auch so eine Frage, die man stellen könnte. Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Guter Plan. Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Wir sollen Heldentaten begehen. Ich hab's genau gehört. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Bitte, bitte, bitte. Ihr bleibt bei den Männern des Terran und bewacht den Turm. Oh. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Voll gemein, Menno. Okay, sind wir in Gefahr? Ganz ehrlich, natürlich nicht. Der Feind will nur kuscheln. Wie viel Zeit haben wir? Ach kommt, wir hören auf, dumme Fragen zu stellen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Tja, da wurden wir also allein gelassen. Nur noch Alistair und ich. Oh, wir haben beide scheinbar einen Stufenaufstieg. Halt nein, ich habe ja einen Punkt aufgehoben. Deswegen ist da noch das kleine Pluszeichen. Und wir dürfen zum ersten Mal Alistair leveln. Oder? Ja, ich glaube schon. Und wir sehen, Alistair hat schon eine Spezialisierung. Er hat es ja des Öfteren mal erwähnt. Alistair ist bereits Templer. Und die Spezialisierung bringt ihm von Hause aus plus 2 Magie und plus 3 mentale Widerstandskraft. Was die Spezialisierung im Einzelnen kann, schauen wir uns gleich noch an. Zuerst verteilen wir die 3 Pünktchen. Da Alistair als unser Tank fungiert, sollte er vor allem einiges aushalten. Wieder viele, viele ungerade Zahlen, die ich absolut nicht mag. Willenskraft werden wir auch ein Pünktchen reinstecken. Ein bisschen Fähigkeiten aktivieren soll er ja können. Ach komm, wir nehmen 2 Punkte in Konsti. So, dann schauen wir uns mal an, was der Templer alles kann. Er ist schon... das erste Talent hat er schon. Ein passives. Templer sind Vollstrecker, die zur Kontrolle von Magiern und Vernichtung von Abscheulichkeiten auserwählt wurden. Jeder Nahkampftreffer eines Templers gegen einen Magieanwender entzieht diesen Mana. Ah ja, das ist recht nützlich. Was haben wir da? Gebiet säubern. Benötigt Level 9, sind wir wohl noch nicht. Der Templer säubert den Wirkungsbereich von Magie und entfernt alle bannbaren Effekte von Wesen in seiner Nähe. Auch Verbündete könnten davon betroffen sein. Ja, Friendly Fire gibt's hier zuhauf. Mentale Festung. Der Templer hat gelernt, sich auf seine Pflicht zu konzentrieren und erhält dadurch einen deutlichen Bonus auf mentale Widerstandskraft. Heiliges Zerschmettern. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Talent. Der Templer schlägt mit dem Feuer der Rechtschaffenheit zu und verursacht Geistschaden beim Ziel und anderen Feinden in der Nähe. Ist das Ziel ein Magieanwender? Muss es eine Prüfung seiner mentalen Widerstandskraft bestehen? Sonst verliert es Mana und erleidet zusätzlichen Geistschaden in der Höhe des verlorenen Mana. Alle betroffenen Feinde sind zudem betäubt und werden zurückgeworfen, außer sie bestehen eine Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft. Ja, die Fähigkeit klingt verdammt gut. Sollten wir uns merken und auch in diese Richtung leveln, sobald wir das können. So, Alistair ist Krieger und er kämpft mit Waffe und Schild. Das heißt, 2 Waffentalente brauchen wir uns gar nicht anzuschauen. Bogenschießen ebenso wenig.
Hier sind wir schon richtiger. Waffe und Schild. Hier können wir nichts reinhauen. Hier können wir nichts reinhauen. Wir könnten die Schildverteidigung nehmen. Ist dieser Modus aktiv? Ah ja, ein anhaltender Modus also. Wechselt der Charakter in eine auf den Schild konzentrierte Verteidigungshaltung, die einen Bonus auf Verteidigung sowie eine erhöhte Chance, Geschossangriffe abzuwehren, gewährt. Im Gegenzug erleidet er einen Abzug auf Angriff, der jedoch durch Schildbalance reduziert werden kann. Der Verteidigungsbonus erhöht sich bei Schildkenntnis noch weiter bei Schildbeherrschung. Schildkenntnis ist hier und Schildbeherrschung ist da unten. Sollten wir da wirklich noch ein Schildtalent nehmen oder... Was haben wir hier? Bedrohen. Ist dieser Modus aktiv, nimmt der Krieger eine herausfordernde Haltung ein, die bei jedem Nahkampfangriff die Feindseligkeit der Gegner erhöht und diese so von anderen Verbündeten ablenkt. Ah ja, also wenn er tanken sollte, ist das kein übler Modus. Ich glaube fast, dass ich das nehme, auch wenn ich ungerne so viele anhaltende Modi habe. Aber das wird jetzt genommen. Punkt. Was? Mods doch nicht so. So, schauen wir kurz. Anhaltende Sachen ziehe ich mal darüber. Und einen Wundumschlag lege ich ihm auch mal in die Leiste. Außerdem beherrscht unser guter Alistair irgendeine Handwerksfähigkeit? Nee. Der hat nur Kampfausbildung und davon reichlich. In Ordnung. Dann brauchen wir uns darum nicht kümmern. Allerdings möchte ich Elly Valley doch gern mal seinen Helm aufsetzen, auch wenn der durch die Mod wieder entfernt wird. Aber ich denke, im Kampf sollte sie dann automatisch den Helm wieder ausrüsten. So, und nun endlich werden wir dann mal zum Turm marschieren. Hier ist auch nichts mehr los. Scheinbar sind alle aufs Schlachtfeld. Na gut. Dann wollen wir den Feind nicht warten lassen, auch wenn wir ja nur von Ferne zuschauen dürfen. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Thank you.
Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishaal. Brüll mir nicht so ins Ohr, Alistair. Okay, die Schlacht hat offiziell begonnen. Und irgendwie... Ich weiß nicht, dass hier die Hunde als allererstes loshetzen. Wäre es nicht schlauer gewesen, die Hunde irgendwie von der Seite angreifen zu lassen oder irgendwie aus der zweiten Reihe? Die armen Tierchen sind ja nicht mal gepanzert. Oh oh, oh oh. Hier oben ist man scheinbar auch nicht wirklich sicher. Oh oh. Beinahe. Die hat's gerissen. Wow. Hey, wir leben noch. Die drei sind tot. Du hättest nicht herkommen sollen. Bitte was? Okay, wir sehen, da unten tobt ordentlich die Schlacht. Na gut. Wir haben unser eigenes Ziel. Ich sehe gerade, wow. Der anhaltende Modus unserer telekinetischen Waffen verbraucht aber ordentlich was von unserem Mana. Sollte ich vielleicht... Sie sind überall. Sie haben den Turm eingenommen. Bitte was? Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall. Die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Na super, also ist unsere Aufgabe doch nicht ganz so einfach. Und die beiden namenlosen Wachen haben sich uns angeschlossen, sehr schön. Mal kurz hier rumschauen, ob wir irgendwas looten können, scheinbar da oben. Was wollte ich sagen? Ach ja, falls mir das zu viel wird, hier mit den Mana-Abzügen unserer telekinetischen Waffen, dann schalte ich die vielleicht doch lieber aus. Oh, da erwartet uns direkt der Feind. Ein paar letzte Verteidiger stehen auch noch, die gerade umfallen. Ganz herrlich. So, knüppeln wir mal drauf, was geht. Ah, die halten schon deutlich mehr aus. Die sind nicht mehr wirklich One-Hit wie die Gegner in der Wildnis. Ah, schaut mal, die Wache da hat eine Armbrust. Huch, dafür ist gleich jemand tot. Wer ist das? Wer ist das? Ach, der Typ da. Jetzt bedauere ich es fast, dass ich unseren Heilzauber nicht genommen habe. Könnte ich natürlich immer noch nehmen. Aber der steht ja sowieso wieder auf. Also spätestens, wenn der Kampf vorbei ist. So. Das war's auch schon, oder? Okay, die erste Gruppe ist erledigt. Da steht eine olle Todeswurzel rum. So. Und da gibt's Holzfässer und Kisten und, weiß der Geier was noch? Lederrüstung, Lederhelm. Und einmal speichern. Bloß nicht das Speichern vergessen. Oh, da wird direkt weitergekämpft. Welch Zufall. Die Verteidiger fallen natürlich gerade in dem Moment, in dem wir kommen. Kommt ruhig her. Dann betäube ich euch alle. Jetzt wäre es natürlich schön, hätten wir irgendeinen Flächenzauber. Ist halt das Problem, dass wir damit auch gern mal unsere eigenen Leute treffen könnten. Aber irgendwas sollte ich mir mal anschauen. So, in Ordnung. Das war's doch noch nicht, oder? Da steht eine Holzkiste. Die muss ich einfach mitnehmen. Holzkiste? Holzkiste? Ach, die ist da unten. Kommen wir da hin? Okay, dann lassen wir das eben stehen. Ich
will's ja nicht übertreiben. Ach, die stehen da oben. Ich dachte schon, die sind schlau, aber die rennen direkt weg. Hättet ihr mal von da oben geschossen? Oh, der sieht ein Alpha. Ja, super. Aber wisst ihr was? Ich packe den Alpha ganz einfach mal in das Gefängnis, beziehungsweise in das Kraftfeld. Genau, mir war der Name entfallen. So, Gegner sind erledigt. Von wegen, da oben steht noch der Bogenschütze. Bogenschütze, hallo. Ich würde dich gerne töten. Na komm. So. Dann hauen wir dem Alpha noch was rein und dann war's das. Oder? Ja, gut. Musik beruhigt sich. Wir haben alles gelootet. Da hinten gibt's noch eine Truhe. Aber ich schätze... Ja. Das sind beides Krieger. Das heißt, wir haben nun keinen Schurken mehr. Bin schon unterwegs. Sag ich doch. Das heißt, von jetzt ab können wir keine Kisten mehr öffnen. Schade, schade um Davis. In Ordnung, dann betreten wir mal den Turm. Und ich fürchte, da drin wird uns noch weit mehr dunkle Brut erwarten. Oh ja, das sieht direkt malerisch aus. Überhaupt nicht bedrohlich. Kleinen Moment, bevor wir uns da vortasten. Ach, wir hatten inzwischen einen richtigen Levelaufstieg. Schau an. Dann können wir jetzt auch Punkte vergeben. Oh Mist, ich glaube, fürs zermalmende Gefängnis brauchen wir 30. Da kommen wir nicht hin. Nein, leider nur 26 in Magie möglich. Wo ist es? Da ist es. Ja, wir brauchen 30. Das heißt, wir müssen noch warten. Sogar zwei Level-Ups. Mist. Na schön, dann nehmen wir den Kältekegel. Sehr schön. Da ist er. Und dann werden wir bei nächster Gelegenheit mal demonstrieren, wie der funktioniert.